Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Immobilienpreise in Deutschland sind binnen eines Jahres so stark gesunken wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn. Das Statistische Bundesamt registrierte im zweiten Quartal dieses Jahres einen Preisrückgang um durchschnittlich 9,9% verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Dennoch können sich viele Käuferinnen und Käufer kein eigenes Haus leisten. Gründe sind die stark gestiegenen Bauzinsen und die hohe Inflation. An Angeboten mangelt es Immobilienmakler Ansgar Mertens aus Mönchengladbach nicht. Nur die kaufbereiten Kundinnen und Kunden fehlen. Manche der Häuser in seinem Bestand versucht er bereits seit einem Jahr zu verkaufen. Vor 2 Jahren gingen die Immobilien innerhalb von einer Woche. Ja, da konnten sie samstags veröffentlichen, nächste Woche samstags verkaufen. Inzwischen sind die Kunden sehr verunsichert und auch wieder sehr erpocht auf den Zustand, die Lage, die Ausstattung und wollen natürlich auch am Ende dann nochmal über den Preis diskutieren. Preisrückgänge auf Immobilien sind die Folge von durchschnittlich knapp 10% im Vergleich zum vergangenen Jahr. Betroffen sind ländliche Regionen genauso wie Großstädte. Denn die Käufer haben es seit vergangenem Jahr überall in Deutschland mit stark gestiegenen Zinsen zu tun. Und darauf reagieren die Immobilienpreise jetzt etwas verzögert und pendeln sich jetzt ein. Wobei wir aber auch sagen müssen, es gibt deutliche Differenzierungen im Markt. Alles, was sehr energieeffizient ist, da sehen wir kaum Abschläge. Aber eben die Immobilien mit hohem Energieverbrauch, die reagieren auch auf die hohen Energiekosten und verlieren stärker an Wert. Von Preiseinbrüchen könne aber keine Rede sein, sagen Fachleute. Eher von einer Korrektur der zuletzt historisch hohen Immobilienpreise. Insgesamt aber bleiben Häuser und Wohnungen teuer. Und so entscheiden sich viele Menschen notgedrungen gegen einen Kauf und suchen stattdessen auf dem Mietmarkt. Mit der Folge, dass Mieten steigen. In ländlichen Regionen teils sogar stärker als in Großstädten. Verschärft wird dieser Trend auch dadurch, dass zu wenig gebaut wird. Bei weitem, wir haben keine Entspannung im Wohnimmobilienmarkt. Im Gegenteil, wir sehen jetzt, dass die Wohnungsbautätigkeit drastisch einbricht. Wir werden in Richtung 200.000 Wohnungen pro Jahr gehen, also nur halb so viel, wie man eigentlich wollte. Und das erhöht natürlich den Druck auf den Wohnimmobilienmarkt zusätzlich. Das heißt, für alle, die eine Wohnung suchen, wird es einfach noch schwieriger. Auch deshalb erwartet Makler Ansgar Mertens keine weiteren starken Preisrückgänge für Häuser und Wohnungen, aber auch keine schnelle Entspannung auf dem Markt. Die steigen.